So Max, heute nach dem, ja oder beziehungsweise nach dem Mittwoch 3:1 in Oberliederbach, heute ein ernüchterndes 1:3 gegen den Aufsteiger, die Kirchen. Was sagst du zu dem heutigen Spiel? Irgendwie kamen wir gar nicht rein. Die haben natürlich gleich in, ich glaube, 8 Minuten oder sowas das 1:0 gemacht durch ihren Torjäger. Ja, was ist so dein Statement zum heutigen Spiel? Ja, wie du schon gesagt hast, das hat Dittkirch natürlich in die Karten gespielt, also gleich am Anfang, ja, war natürlich auch ein bisschen Pech dabei, dass der Ball dann wie so eine Bogenlampe noch reinfällt, aber es hat ihn einfach in die Karten gespielt danach. Die haben hinten sehr kompakt, sehr robust gestanden, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen und ja, dann sind wir in der ersten Halbzeit mehr oder weniger angerannt, hatten so 2-3 Halbchancen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann machen sie kurz vor der Halbzeit das 2-0. Auch, muss man auch fairerweise zugeben, schön durchkombiniert an der Seite, zurückgelegt ins lange Eck. Und dann ist es schwer, auch wenn du Heimspiel hast, gegen so eine Mannschaft, Aufsteiger, die haben natürlich gerade den Ansporn in der neuen Liga, es allen zu beweisen. Dann ja, direkt nach der Halbzeit durch einen Sonntagsschuss das 3-0. Dann kommen wir nochmal ran, aber dann hat irgendwie letztendlich ja, die Kraft und die Durchschlagskraft vorne auch gefehlt und auch ja, die Kondition, denke ich. Also das heißt Kondition, es hat einfach das Mittwochspiel dann auch noch in Knochen gesteckt. Und wenn du 3-1 führst, kannst du sowas lockerer wegstecken in der Endphase, als wenn du dann anrennen musst. Ja, also so habe ich es genauso gesehen, wie du es gerade gesagt hast. Also die waren noch unheimlich kompakt hinten. Da hast du gemerkt, das ist ein Aufsteiger. Die haben natürlich jetzt eine gute Serie auch, also einen guten Punktestand schon vorher gehabt und haben mit voller Euphorie gegengehalten. Und wenn du da auch als VfB Gießen 0-1 hinten liegst, wir haben auch eine total junge Mannschaft, denke ich. Ja, das hat man heute auch gesehen. Leider auch beim 0-3 durch einen Stellungsfehler vom Olli Pusch, sage ich jetzt mal. Aber gut, das ist halt so, denke ich, das Lehrgeld, was wir da zahlen. Und es geht jetzt erstmal weiter. Nächste Woche gegen Ratzenborn. Richtig. Und dann, denke ich, schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Alles klar. Kopf hoch, Max. Alles klar. Danke. Ja, Stefan, ich hatte gerade schon Max Ott am Mikro, hätte ich beinahe gesagt. Und ja, der Junge hat das, denke ich, ganz gut eingeschätzt. Heute diese Niederlage, was sagst du als Coach zu dieser doch bitteren Niederlage? Obwohl, du bist ja da sehr realistisch und bringst es, glaube ich, gleich auf den Punkt. Ja, ich habe es eben den Kollegen von der Presse schon gesagt. Niederlagen tun weh. Das ist überhaupt keine Frage. Die heute hat auch wehgetan. Und gerade zu Hause, die Spiele will man ja unbedingt gewinnen vor eigenem Publikum. Aber wenn man das Spiel ganz nüchtern analysiert, hat der Gegner heute völlig verdient das Spiel gewonnen. Die waren uns in allen Belangen, an jedem Ort des Platzes, zu jeder Zeit, in jeder Situation überlegen. Wir haben Leidenschaft an den Tag gelegt, aber wir hatten keine Kreativität. Mhm. Die waren robust, die waren aggressiv. Die waren zweikampfstark, die haben blitzsauber gekontert und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn sie den ein oder anderen Konter noch besser gefahren hätten, dann hätte die Niederlage auch noch höher ausgehen können. Aber das ist unser Weg, wir bilden junge Spieler aus, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben eine entwicklungsfähige Mannschaft, wir hatten heute auch ein paar A-Jugendspieler, von denen ich glaube, dass dieses Spiel sehr, sehr gut für sie ist. Weil sie mal an ihre Grenzen gestoßen sind, weil sie mal gesehen haben, wie schwer das ist, gegen erfahrene Spieler zu spielen in der Verbandsliga. Und deswegen denke ich, für die Entwicklung der einzelnen Spieler, die heute überfordert waren, ist das eine ganz wichtige und gute Erfahrung. Denn nur daraus kann man lernen. Das denke ich auch. Also ich glaube, da gibt es gar nichts mehr zu sagen, Stefan. Und wir wünschen unserem VfB alles Gute weiterhin und dass wir nächste Woche gegen Ratzenborn wieder ein Derby, sage ich jetzt mal. Da werden die gerade neu gemischt und ich glaube, du kriegst die jungen Burschen schon wieder gebogen, dass sie am Samstag wieder Kopf frei haben. Ja, das hoffe ich auch. Wir verfallen jetzt nicht in Trauer. Wir haben heute ein Spiel verloren. Wir haben in Oberlederbach ein Spiel gewonnen. Und wir werden die Jungs jetzt wieder aufrichten und dann werden wir versuchen, hier gegen drei Punkte, gegen Ratzenborn-Steinberg wieder 3 Punkte einzufahren. Und das ist ganz normaler Liga-Alltag. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Heute hat die bessere Mannschaft gewonnen. Alles klar. Ja, danke.